Ich bin Katja Wolf, Oberbürgermeisterin seit 2012 in der wunderschönen Wartburgstadt Eisenach. Kommunalpolitik ist eigentlich ureigene linke Politik, weil sie tatsächlich eine unglaubliche linke Kraft hat. Das Kommunalpolitik ist genau das, wo Menschen leben, ist genau das, wo Menschen auch Politik erleben und wo wir eigentlich einen riesigen Gestaltungsspielraum haben. Es gibt nicht die zwei, drei Vorzeigeprojekte, wo man sagt, hey, hier ist mein großes Schaubild, schaut euch die Genialität linker Politik an. Sondern es ist tatsächlich, dass man in den unterschiedlichsten Facetten die Chance hat, seine eigene Handschrift zu hinterlassen und wirklich linke Politik durchziehen zu lassen. Ob das in der Trägerschaft des Krankenhauses ist, wo wir natürlich versuchen, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen und wo Profitmaximierung nicht im Mittelpunkt steht. Ob das im Bereich ÖPNV ist, wo man sagt, die Ausweitung des ÖPNV muss im Mittelpunkt stehen, dass im Besonderen Ältere und Schwächere die Chance haben, vernünftig und bezahlbar mit dem Bus zu fahren. Und das zieht sich durch bis zur Frage, dass entgegen der Ratschläge der Haushaltssicherer zum Beispiel unser städtisches Bestattungsinstitut nicht abgeschafft wurde, sondern weiterhin in 100% städtischer Trägerschaft ist. Die Entlastung der Kommunen, gerade im Bereich der Sozialkosten, ist ein ganz, ganz maßgebliche und die Stärkung der kommunalen Finanzkraft ist gerade im Osten. Ich weiß, dass es sehr unterschiedliche Bedingungen kommunal gibt, aber in den Kommunen, wo die Steuerkraft relativ gering ist und wo die Sozialkosten hoch sind, werden es die Kommunen nicht aus eigener Kraft schaffen. Und um gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen und auch kommunales Handeln möglich zu machen, braucht es die stärkere Unterstützung durch den Bund.